Wir haben Januar 1944 und vier Menschen halten das Schicksal der Welt in ihren Händen. Ein amerikanischer Arzt, eine deutsche Krankenschwester, ein jüdischer Guerillakämpfer und eine junge jüdische Witwe. In einem Gefangenenlager in Mecklenburg arbeiten die Deutschen fieberhaft an der Herstellung von Giftgas, was den Krieg entscheiden soll. Die Briten verfügen partiell auch über diese Wunderwaffe und Churchills Plan ist einfach, aber auch perfide. Die vier Auserwählten sollen das britische Giftgas in dem Lager freisetzen und damit die Pläne der Nazis zunichte machen. Und das ohne Rücksicht auf die zumeist jüdischen Gefangenen.